Hallo ihr Feinde und Freunde des GGG, tja, der GGG will wieder mal über sein Lieblingsthema Zeug quatschen und ich muss es hier verlesen, es geht um Paralleluniversen und das Multiversum. Ihr wisst, die Multiversum-Theorie wird immer populärer, dieser komische Mandela-Effekt und das Auftauchen von UAPs wird immer öfter damit in Verbindung gebracht. Denken wir's mal durch, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass in anderen Universum jemand sowas wie interdimensionale Raumfahrzeuge gebaut hat. Theoretisch sind unendlich viele Versionen der Realität möglich, theoretisch schon, aber praktisch auch. Um unendliche Möglichkeiten zu haben, müsste man auch unendlich Zeit haben. Je nachdem, ob das Multiversum eine unendlich lange Zeit besteht, werden Dinge realistisch. Wir hier können nur das Alter unseres eigenen Universums schätzen, was außerhalb davon passiert und wie lange andere Universen bestehen, ist unbekannt. Doch hat sich GGG da seine Gedanken gemacht. Wenn das Multiversum bereits eine unendlich lange Zeit existiert, dann müsste jedes nur erdenkliche Szenario schon eingetreten sein oder passiert gerade. Dann ist die Frage vorhanden, warum tauchen nicht ständig und überall UFOs, Monster und Seltsamkeiten auf? Denn dann ist ja alles vorhanden und das in unendlicher Anzahl. Interdimensionale Phänomene müssten jedes Universum überschwemmen, weil sie inflationär, also in unendlicher Menge quer durch das unendlich mannigfaltige Multiversum vorkommen. Quasi könnten dann zu jeder Zeit an jedem Ort interdimensionale Anomalien auftauchen, eben weil es unendlich viele davon gibt. Daher denkt der GGG, dass auch das Multiversum, wenn es existiert, zeitlich einen Anfang hat. Dann gäbe es eine riesige Anzahl an Möglichkeiten, ja klar, aber das Ganze wäre nicht unendlich. Tja Leute, das sind GGGs Gedanken zu dem Thema. Ende aus finito.